Viele Verkehrswege führen nach Rüdesheim. Doch am Samstagabend ein ganz besonderer. Ein alter Dampfzug des Vereins Historische Eisenbahn Frankfurt fährt Nostalgieliebhaber durchs Mittelrheintal. Zeitgleich zum Feuerwerk von Rhein in Flammen. Die Strecke, die wir heute fahren, die geht von Frankfurt Süd über Rüdesheim nach Rüdesheim. Und jetzt fahren wir nach Kaub. Und dann, wenn das Feuerwerk beginnt, fahren wir wieder nach Rüdesheim. Wenn das letzte Fünkchen verklommen ist hier in Rüdesheim, fahren wir die Leute heim nach Frankfurt. Die Lokomotive, die hat 1600 PS, kann 80 km/h fahren, ist vom Prinzip her eine Güterzuglokomotive. Die wurde gebaut 1943, also diese Serie. Und das ist eine der wenigen aus dieser Baureihe, die da überlebt hat. Ich fahre so einmal im Jahr immer mit einer historischen Dampflok. Man muss es so sehen, die gibt es ja nicht mehr und es ist dann schon immer ein unwahrscheinliches Erlebnis. Wir waren nämlich noch nie in Rhein in Flammen und das ist jetzt mal was Besonderes, das vom Zug aus zu sehen. Herzklopfen, Herzklopfen. Alte, schöne Zeit, Erinnerungen an früher. Fantastisch. Ich bin mit so Zügen in Schule gefahren damals. Und habe die letzten Aufgaben noch gemacht, Hausaufgaben, weil wir tagsüber natürlich unterwegs waren. Und morgens im Zug haben wir dann die Hausaufgaben schnell erledigt. Dann startete der historische Zug, um Rhein in Flammen zu genießen.